So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich verdiene Gold-Plündermedaillen, indem du Truhen, Lamas oder Vorratslieferungen durchsuchst. Das machen wir jetzt einfach mal im Solo-Modus. Warum mache ich das im Solo-Modus? Ganz einfach, weil ich das Ganze gerade schon mal probiert habe im Gruppenkeile. Und da habe ich eigentlich die Goldmedaille bekommen für 14 Kisten und habe aber keine Belohnung gekriegt. Irgendwie hat es nicht gezählt. Es kann sein, dass das in Gruppenkeile nicht zählt. Oder das Ganze ist einfach irgendwie verbuggt. Aber wir gucken jetzt einfach mal, ob es jetzt funktioniert. Nur eine kleine Info. Wenn ihr gerne einen legendären Skin gewinnen wollt oder beziehungsweise bei einer Verlosung gewinnen wollt, dann guckt gerne mal in meiner Videobeschreibung vorbei. Da habe ich nämlich extra ein Video verlinkt, wo ich das Ganze derzeit veranstalte. Einfach mal durchgucken das Video und dann einfach machen, was da drin gesagt wird. So, wir gucken jetzt einfach mal. Weil wie gesagt, ich habe das Ganze gerade schon in Gruppenkeile probiert, aber da hat das Ganze nicht gezählt. Ich hatte wirklich 14 Truhen. Ich habe Pleasant Park komplett einmal rundherum leer gelootet, sowie auch die zwei Truhen in der Mitte. Es hat nicht gezählt. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Ich lande jetzt einfach mal in Steamy Stacks, weil da hat man eigentlich auch ziemlich viele Truhen. Ich hoffe halt einfach mal, dass es jetzt da funktioniert. Weil entweder ist es halt verbuggt oder aber. Es funktioniert nicht in Gruppenkeile. Obwohl es eigentlich beide dieselben Medaillen sind. Aber hier ist es auch nur die goldene. Ich sehe es nämlich gerade hier in der Anzeige rechts. Na gut, wir fliegen einfach mal ganz rüber und hoffen einfach, dass wir keinen einzigen Gegner sehen. Und einfach alles looten können. Also so ganz habe ich das nämlich eben nicht verstanden. Und wie gesagt, ich. Da steht ja oder. Ich habe nämlich auch schon überlegt, ob wir nicht sogar Truhen durchsuchen müssen, Lama und Vorräte, also Vorratslieferungen. Aber da steht ja ein oder. Und die Medaille kriegen wir ja auch schon, wenn wir, sag schon, wenn wir einfach genug Kisten öffnen. Aber wir gucken das Ganze jetzt mal, wie das Ganze sich hier verhält. Ich sehe schon mal keinen, der mit mir kommt anscheinend. Das ist schon mal gut. Jetzt hoffe ich, dass die Zone gleich auch einigermaßen mitmacht. So, wir landen direkt hier oben. Ne, eigentlich so weit wie möglich hinten landen. Oder? Ja, ich weiß gerade nicht. Ne, ich lande erstmal hier hinten. Ja, das war's an der Stelle komplett. Ah, wenn es gewollt gewesen wäre, GG. So, dann haben wir schon mal die erste Truhe. Wir zählen jetzt einfach mal mit. Eine Truhe. So, die Zone. Ja, Zone geht noch einigermaßen. Jetzt müssen wir uns echt dran halten, ey. Ja, mit Lex geht es natürlich noch besser. So, zählen wir mit 2. Weil ich bin da jetzt gerade echt überfragt. 2 Truhen, machen wir hier oben die noch. Ja, toll, die zählt schon mal nicht. Also immer noch 2. Also irgendwie so ganz komisch auf die Aufgabe halt echt nicht klar. Das Problem ist, hier kenne ich mich auch nicht so aus, was die Truhen an sich betrifft. Ich weiß halt nur, dass hier viele Truhen sind. Eigentlich. Das ist die dritte. Weil wie gesagt, das ist ja bei 3, 8, 12. Acht, zwölf, drei haben wir jetzt. So, dann gehen wir hier vorne noch hin. Gehen wir nochmal ins Gebäude zurück, weil wir haben ja noch Zeit. Medikit haben wir auch schon. Das heißt, wir können sowieso Zeit lassen. Also vier haben wir jetzt.
Das ist Nummer 5. Da oben ist noch eine. Komm, spring da raus jetzt. Ich habe keine Zeit für diesen Blödsinn. Also bei 6 sind wir jetzt. Bei Nummer 7. Also 7 haben wir jetzt. Hier ist Nummer 8. Jetzt will ich eigentlich jetzt schon die Medaille kriegen oder habe ich mich einfach verzählt? So, 8 Stück haben wir jetzt. Kann mal gucken. Ne, hier unten war keine mehr. Orientierung gerade voll im Eimer. So, Zone kommt jetzt. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir weitergehen. Aber ich meine, also ohne Quatsch, ich hatte eben die Goldmedaille. Wie gesagt, ich habe diese Goldmedaille, mehr gibt ja eigentlich nicht mehr. Vor allem, ich kriege auch keine Aufwertung mehr gerade. Ich glaube, ich bin jetzt schon bei der 9. Kiste. Kann das sein? Vor allem überlegt man 9 Kisten schon. Das Einzige, was ich mir halt echt vorstellen kann, ist Lama und Vorratslieferung. Aber anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Also wenn irgendeiner schon eine Lösung gefunden hat, dann gerne in die Kommentare damit. Weil ich hätte eigentlich jetzt gerne hier nach der Runde meinen Skin. Zone kommt langsam. Holen wir hier das Haus noch mit. Ah, ne, hier auf den Feldern sind definitiv noch ein oder zwei Kisten sogar. Je nachdem, wenn hier einer gelandet ist. Da haben wir noch eine. Und wie ihr seht, wir kriegen keine Aufwertung. War schon einer. Oh, toll, ey. Gerade gucken, ob der hier auf dem Hauptfeld war. Ja, war er. Ja. Das Auto ist nämlich weg. Oben auf dem Berg ist, meine ich, noch eine Kiste. Da ist auch noch eine drin. Aber wie viele inzwischen sterben, bevor die Zone überhaupt da ist, gell? Das ist echt. Inzwischen geht jeder nur noch auf Kills. Das ist echt schon Wahnsinn. Aber ich krieg diese Aufwertung nicht. Wie viele Kisten soll ich denn noch öffnen? So, ich glaube, da oben ist noch eine. Vor allem keiner holt die Vorratslieferung. Also hier bin ich gerade wirklich mal überfragt. Das Problem ist, so eine Aufgabe lädt natürlich auch keiner hoch, weil die ist ja im Prinzip schon selbsterklärend. Steht ja da, was man machen soll. Schlimmstenfalls wäre natürlich jetzt, wenn hier geht. Ah, hier haben wir nochmal 3 Kisten. Also wenn es jetzt hier nicht zählt, dann weiß ich es auch nicht. Gefühlt habe ich jetzt schon 12 Kisten aufgemacht. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mir hier die Kisten nicht verhaue. Ah, also es zählt nicht in Gruppenkeile. Ich werde das aber auch nochmal in die Kommentare reinschreiben. Es zählt nicht in Gruppenkeile. Also jetzt wissen wir es definitiv. Die Aufgabe zählt nur in normalen Modus, nicht in Gruppenkeile. Also da haben wir schon wieder was gelernt, weil das steht natürlich wieder lustigerweise nicht dabei. Also das hätten sie ja wenigstens dabei schreiben können.
So, ich würde sagen, ich gehe mal jetzt raus hier, weil ich will halt irgendwann nochmal mit den Aufgaben fertig werden. Wir haben nämlich jetzt schon 11:30 und dann würde ich sagen, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, nicht in Gruppenkeile machen, sondern im Solo-Modus. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.